Rede mit Bier, du Nelly. Dann reden wir mit dem Bären mal. Ja. Waren ein paar schlechte Tage für den alten Bobby. Viel weniger von seinem Stoff draußen, als er und Miss Marcano das gern hätten. Was für dich gute Nachrichten sind. Naja, schaden kann's nicht. Wie sieht's im Labor aus? Ist Bestchen da? Ja, und er dreht total durch. Die Marcanos sind wohl nicht gerade glücklich, dass kein Geld mehr reinkommt. Tja, mal gucken, wie es ihnen gefällt, ihr Labor zu verlieren. Und Bär? Vertick, was du willst. Aber halt dich bloß fern vom Hollow. Du weißt, wo du Bestchen findest. Schnapp dir den Wichser. Ja, dann schnappen wir uns den mal. Gehen wir erstmal zum Auto. Weiß gar nicht, wo ich die Karre her habe. Achso, ist schon direkt hier angegeben. Gut, fahren wir direkt mal hin. Na, warte mal, sollte ich nicht vielleicht mal eben kurz meine Munition aufstocken? Wo denn? Da kommt er an. Ja klar, fahren wir doch in die Karre. Munition! Ja, stehen die Bullen hier im Weg rum. So, Munition aufgefüllt. Kann nicht mehr viel schief gehen. Ja, hallo. Duval Hall Science Center. Was hast du denn in dieser Gegend zu suchen? Muss ich jetzt in das Gebäude rein? Wäre möglich. Moment mal eben. So. Gucken wir mal. Sind da für grüne Dinger? Muss ich halt aufsammeln? Wahrscheinlich nicht. Mann, war blendet hat. Ist einer am Rumspielen? Sehe nix. So, kommen Sie von oben, ja? Ich muss ja weg, ich sehe nichts. Die Sonne blendet. Wo ist der hin? Oh. Oh. Geh weg. Drecksack. Was? Wer war denn das jetzt? Okay, den ganzen Scheiß nochmal. Na komm, lad fertig. Wittert heute noch was? Uiuiui, alles rot. Oh Mann. Komm ich hier rein? Nö. Komm ich hier rein? Auch nicht.
Gibt's irgendwo einen Eingang? Gibt's nur den einen Eingang? Das ist ja blöd. Einer. Ah. Zwei. So, noch mehr. Oh, der ruft schon mal keinen mehr an. Hinten steht auch noch einer. So, der ist weg. So, mal die Wumme wechseln. Jetzt fall er endlich um. Geh in Deckung! Der steht ja immer noch. Das ist ein anderer. Da kommen wir nicht durch. Muss ich von da oben? Was hier drüben? Oh! Ja, natürlich habe ich dich getroffen. Oh! Kommt der denn her? Soll er Geld mitnehmen hier? Schnappt euch diesen dämlichen... Der Hund muss sich vom Acker gemacht. Sieh nach, ob du diesen Wichser findest. Dämlich? Sage, wir versuchen es in dem Bereich. Ich gehe erstmal hier hin, aber das ist bestimmt wieder oben. Hä? Sieht nämlich schon so aus. Komm mal hier nach oben. Nee, natürlich nur nach unten. Ja, da komme ich auch nicht hoch. Und dann müssen wir wohl hier nach oben gehen. Oh. Ich gehe nicht mehr in das ganze Team. Jetzt nicht herkommen soll. Wer? Wer schießt da? Hä? Ah, da. Der Wichser hat ihn kalt gemacht. So viel Blut. Ah, hier komme ich nach oben. Noch ein bisschen Geld. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun, Kumpel. Wett? Wer hat da gesagt? Ihr Jungs haltet mir den Rücken frei. Ich sehe ihn. Da ist er. Lade nach. Ich verschnappt euch diesen dämlichen Hurensohn. Wo ist er? Nix da. Was hat er da? Ein Körper? Ich zu spät, um abzuhauen, Junge. Fall denn endlich um, ey. Lass mich nicht so sterben. Komm, zeig dich. Gott, bitte, lass mich nicht so sterben. Da noch einer rum. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Ist noch einer. Ist noch einer? Geh weg. So, habe ich den?
Ach, echt? Hab dich. Macht, was ihr wollt. Aber überlasst mich nicht Olivia. So, Geschäft gesichert. Geschäftszuweisung. Ja, machen wir mal einen Cassandra. Wir waren ein Stück weiter nördlich, oben beim alten Grundstück von Duval. Lang gefahren. Ich brauche Hilfe, wenn ich das Gefühl halten soll. Hast du ein paar Leute über? Was immer du brauchst. Hilfe ist unterwegs. Und da liegt noch Geld rum, nehmen wir mit. Hier ist noch ein Bild. Aber auch noch eins. So, wir kommen hier wieder raus. Hier ist auch noch Geld rum. Wo müsste er überhaupt hin? Mal gucken. Wir können auch mit der Jackie Grimaldi reden. Sollten wir da vielleicht mal hin? Erstmal muss ich hier rauskommen. Ich will jetzt nicht da runterspringen. Hier kommen wir da raus. Komm, geh weg. Jetzt bin ich auf der Rückseite oder was? Kann ich hier durch? Eben eine Abkürzung. Nicht auch noch Geld am Boden rum. Haben wir auch gar nicht mitgenommen. Auch sehr toll. Mr. Clay, könnten Sie mich von hier wegversetzen? Laden hochgehen lassen. Noch mal Geld. Ey, nimm mal Geld mit. $9,000. Ist ja nicht ganz so viel. So, steht mein Auto da. Dabei kommt nichts Gutes raus. Es hat schon was Unmoralisches, die Bombe zu diesem Zeitpunkt nicht einzusetzen. Ha? So, reden wir mal mit Jackie Grimaldi. Mal gucken, was die zu erzählen hat. Hoffentlich was Sinnvolles. Ja, geh doch aus dem Weg, ey. So, hier, einmal anhalten. Komm ich hier nach hin? Was ist das für eine Anordnung? Ich kann doch besser auf den Parkplatz fahren hier.
So. Ich glaube, Sie suchen mich. Ja. Jackie? Ein gemeinsamer Freund schickt mich. Ich dachte mir schon, dass Johnny den Freund erfunden hat. Aber die Geheimnistuerei ist ein bisschen viel. Sie kennen Don. Kann man so sagen. Ich bin Sonderermittlerin für Finanzen. Das Finanzamt untersucht Olivia Marcano? Für Steuerhinterziehung ist sie zu schlau. Ich ermittle gegen einen Mann, der für sie arbeitet. Chester Moreau. Meinen Hinweisen zufolge finanziert er die Southern Union. Dachte mir schon, dass die Rassistenschweine damit drin hängen. Ich suche einen Remy Duvar. Er ist da der Boss oder sowas. Was auch immer die Verbindung ist, sie geht tief, ist geheim und bringt eine Menge Geld. Sehr viel mehr, als man von einem Gebiet wie Frisco Fields erwarten würde. Das FBI hat es eine Weile untersucht, aber keiner redet. Glaub mir, wenn ich einen von den Wichsern erwische, dann redet er. Denke ich auch. Mein einziger anderer Hinweis ist, dass die Southern Union im ganzen Viertel Propaganda-Verstecke hat. Ist nicht viel, aber wenn du dir die vornimmst, werden die richtigen Leute auf dich aufmerksam. Ja, wenn Moreau beginnt, Geld zu verlieren, will er wissen, warum. Ich komme wieder, wenn ich was Handfestes habe. Hier redet niemand. Ich denke, Sie müssen direkt an Chesters Leute herankommen. Ah ja. Rassistische Propaganda. So, wo können wir denn hin? Hier hätten wir was. Befrage die Brüder. Befrage die Brüder. Dann befragen wir die doch mal. Wird wahrscheinlich eh wieder eine sinnlose Geballerei ausarten. Wie es ja meistens so ist. Zumindest in den meisten Fällen ist es ja so, dass wir hier nur am Rumbartern sind. Ich glaube hier Abkürzung. So. Mr. Moreau lässt einige von unseren anderen Jungs der Southern Union einen Job erledigen. Dickes Ding. Geheim. Schön, dann arbeite für mich. Jetzt sag ich, wo es lang geht. Aua. Komm, schneller. Mann. Hier werden keine Bullen gerufen. Dann noch eine. Oh, was? Wer? Wer war das jetzt? Achso, einer von den Pennern noch. Wo ist denn der? Noch einer? Ja, ist es denn? Mann, Drecksack. Oh, hier liegt noch so ein Ding rum. Das nehmen wir mit. Du und Charlotte, ihr solltet wirklich mal vorbeikommen. Ist schon zu lange her. So, das war der erste. Hätte ich doch besser die Gummistiefel angezogen. Jetzt haben wir ja noch einen. Noch, es ist sogar noch mehr. Also ich muss da einen befragen. Jetzt können wir noch so ein paar andere Dinger machen hier. Ja, ist ja eh angegeben hier. Dann fahren wir doch dahin. Wobei das eigentlich viel näher dran ist hier. Onkel Andrew. Onkel Thaddeus. Onkel James.
Ja, dann fahren wir noch zu dem mal hin, wa?